Na, ich weiß nicht, ich würde eigentlich mit das Butter ein bisschen mehr zutrauen. Aber wir lassen uns überraschen. Gucken mal, wer sich die Messerrunde sichern kann. Na, lass offen. 3 gegen 3. Und jetzt ist es Neo. Beide One-Hits. Ja, und Neo schafft's nicht. Jawohl, die Schweden. Mit der Qual der Wahl. Wo starten sie? Und sie gehen auf den CT-Start. Und die erste Runde ist live. Dreimal Kevlar, viermal Kevlar beim Paper Planes hat so Kit und Smoke, Doppel Kevlar bei VP mit P250, Doppel Smoke, drei Smokes, vier Flashes, eine Nade und wir sehen der Aufbau sehr konzentriert Richtung A-Side, jawohl, ersten Granaten sind raus, hinten warten sie, Crease, sehr, Tür steht, mit der USB ein bisschen zu straven, bekommt ordentlich einen mit runter auf 60, Onside, Grox, Crease in der Smoke drin, gibt den ersten Action durch Mihu und durch Snacks, und Grox wird gedoppelt, links, rechts, kommt, holt sich Mihu, holt sich Snacks, und dann ist es Neo. Und alles liegt an Nork. 1-10-3, Bombplant nicht gemacht, holt sich auch noch Neo ab. Onside Biali, Pasha hinten noch in der Mitte drin, sneakt sich da langsam vor und somit haben sie ein kleines Crossfire aufgebaut. Nork von oben mit einem Kit, Pasha, bitte 50, oh, das wird knapp! Und Nork klatscht 1 gegen 3. Ja, moin! Genau so muss es anfangen. 1-0 Paper Planes. Virtus Pro kauft gerade durch den Bombplant trotzdem einmal AK mit Kevlar und ein paar Deagles rein. Und gerade Biali muss abliefern jetzt. VP auf dem Weg in Richtung B-Side hat keine Granaten, nur die Deagles, eine Glock und die AK in der Hand. Und hinten warten sehr. Adam gibt eine erste Smoke rein. UFD Close Distance. Irgendwie für Neo. Adam kann einmal straight. Headshot steht. Side steht. Mihu auch er. Setzt die Überzahl nochmal raus. Das gibt bereits die erste UMP für ihn. Bombplant ist durch. Molotov oben Richtung Heaven. CT kann kommen. Vent kann kommen. Neo stellt sich unten hin. Und die Paper Planes müssen noch ein bisschen warten. Komm jetzt. Heaven raus. Mit einer Smoke. Unten CT. Instant Smoke. Und ein holt zwei Mihu. Der UMP alleine Richtung Side rennt an. Na, und den holt sich noch ganz sicher. Und erneut kann die Bombe defused werden. 2-0 Paper Plane. Switches Pro. Tja, den Start haben sie sich, denke ich mal, durchaus anders vorgestellt. Trotzdem, Doppel-Bombplant reicht. Und das geht eben in die erste Byround rein. Vier Rifles und Pasha mit CZ, Kevlar und Granaten. Mitte raus. Nork ist da mit der Orb. Aimed in die Smoker. Flashbang kommt gut. Ja, wird erstmal angeschossen, runter auf 70. Close steht schon. Snacks schießt, aber Nork ist da. Und Nork bleibt am Leben. Na, für den zweiten reicht's nicht. Crease muss traden gegen Neo, den schafft er auch noch. Und wir haben heute eine Überzahl für die Paperplanes, für die Schweden. Biali, Mihu, Pasha. Gesehen worden, gespottet. Mihu versucht, holt sich eine, genauso wie Pasha an der White Box. Und urplötzlich haben wir hier eine Überzahl für die Paperplanes. Sehr im 1 gegen 3, immer noch auf der B-Side drauf.
Aber Bialy lässt da nichts mehr anbrennen. Und Virtus Pro gewinnt ihre erste Byron. Jetzt natürlich heißt es anknüpfen. Dranbleiben. Bloß nicht die Schweden die Anfrage gewinnen lassen, denn auch die haben erstmal reingeforst. Mit M4, Kevlar, Pistols, wenig Granaten. Kreuz in der Mitte mit Eagle. Trifft den ersten Anschuss gegen Snacks. Nice, bereits raus mit Bialy, der erstmal Richtung Whitebox versucht. Bleibt stehen, jawohl. Schaden ist stark. Der Rest stackt mit 4 Mann auf der A-Side. Na, das könnte durchaus bitter werden, denn gerade da kommt jetzt Virtus Pro nach oben mit Pascha, mit der Orb, mit Snacks und der AK und er schaut mal, kommt Richtung Side, sieht eine, sieht zwei. Weiß man eigentlich schon, dass die B-Side komplett offen ist. Kommt der M4, kriegt den ersten Trade mit, gibt vielleicht noch eine zweite Waffe für die Paper Planes. Aber insgesamt sollte hier eigentlich nicht mehr wirklich viel drin sein, denn klar, Virtus Pro kann bereits auf die Jagd gehen. Waffen disablen. Und sehr muss erstmal in Nähe von der M4, von der AK kommen. Ja, smoked sich den Cross ab. Versucht es Richtung Yellow. Hinten kommt Bialy übers Auto. Richtung Yellow. Runter auf 50. Sehr meint gegen 4. Schaden ist gut gegen Pascha durch den Teamkollegen. Main steht hier. Na, sehr macht's richtig teuer. Und fast noch dreimal raus. Na klar, das Geld natürlich muss Virtus Pro wieder aufwenden, erstmal wieder investieren. Ja, das sind die Paper Plants. Tja, eine Pistole Eco haben. Da sehen wir USPs, eine einzige Flash. Also eine relativ sicheren Führungsrunde für Virtus Pro. Und sehr mit der Flash. Ah, für die Mitte. Wird abgebrochen, der man merkt, Mitte, keine Steps gehört, Close steht nichts, Pascha in Main, hinten Miho, Bialy und auf B sind Snacks, Neo schon drauf und die merken, hey, B ist komplett frei. Snacks mit einem, Snacks, na, für den zweiten muss er aufpassen, jetzt ist runter auf 16, währenddessen die Bombe erst langsam. Na, hinten Richtung B kommt, Kreese, Crooks. Wissen, dass das Snacks bereits angeschossen ist. Und hinten von der A-Side kommen jetzt Miho, Pascha, AK, AWP, Diegel. Na, steppen. Na, das natürlich hören die Schweden jetzt. Miho kommt close. Nock, Nock. Adam, na, zwei Spieler angeschossen. Trifft die Shots gegen Snacks. Adam ist bekannt. Und das reicht nur für einen einzigen Frank, den wir setzen können gegen Ende der Runde. Denn allgemein war die Runde sowieso schon auf dem Konto von Virtus Pro. Schadenstechnisch also nicht mehr ganz so rentiert. Paper Planes ebenfalls in der nächsten Byron drin. M4, Kevlar, ein einziges Kit für Seer. BP ebenfalls Full Nades jetzt mit vielen Smokes. Molotov geht erstmal auf den Booster. Oh, und der Schuss durch die Wand da getroffen gegen Kreese. Ein bisschen unglücklich für die Paper Planes. Versuchen ein bisschen Schaden zu traden. Gerade gegen Neo. Macht Pascha schon die Granate abbekommen, so ein bisschen. Dann geht es zwar aber doch eher über Main und Tür in Richtung A-Seiten. Das steht aktuell nur Grooks mit Rock, mit Kreese. Gibt einen Defensiv-Onside. Gibt den ersten Vorteil für die Schweden. Der FDP sich etwas Zeit lässt. Oben Nord gesehen. Pascha schaut Richtung Side, Richtung Auto. Und Mitte pusht Adam einfach rein. Bialy. Gehört. So, reicht nicht mehr gegen die M4. Neo. Oh, er schafft es nicht zu traden. Unterzahl 2 gegen 5. Schaffen sie es noch, vielleicht Richtung B-Side. Kreese, sehr. Ja, doppeln, Headshot. Jawoll. Da hat Neo keine Chance mehr. Pascha. Mit 30 Sekunden und der AWP. Sie haben durchaus Geld auf der Bank, gerade bei Mihu. Wir haben gedoppelt. Jawoll, und da macht auch Pascha mit der Orb. Nichts, rein, gar nichts. 3-3 Ausgleich.
Die Schweden lassen Vitus Pro nicht davonziehen. Nochmal AWP gegen AWP. Noch Whitebox mit der ersten Nate. Nein. Oh, die kommt richtig stark. Snacks auf 50. Da vielleicht mit rechnen können. Nock, Adam, falls da vom Booster aus was runterdroppt, hat natürlich die Info. Gibt erst den Flash rein, guckt mal übers Barrel nach oben. Biali gesehen, der droppt jetzt runter. Und Nock zieht sich instant zurück. Flashbang trifft, hat er eigentlich einen Kollegen. Das ist ein bisschen unglücklich, aber mit den Zeit da investieren muss. Molotov kommt rein, Booster gesehen, Mihu. Erfolgreich, erster Entry. Paperpants lassen jetzt die Mitte komplett frei, gehen dafür nur auf den A und auf den B-Hold. Und gerade Vitus Pro natürlich könnte hier über ein Z entsprechend einen sehr soliden Split aufbauen. Nork peekt nach, schaut, mainstept, Grux, Nork bekommt die erste Rotation von Kreese. Mitte, Grux angeschossen, Nork den Shot nicht, Nork muss aufpassen auf den zweiten, nicht getroffen, den dritten, der No-Scope, der dritte, den vierten, den hat er auch geschafft. Und das ist ein 3 gegen 3 mit jeweils einem Spieler, der relativ schnell raus ist. Grux auf 15, Neo auf 15. Dafür noch Snacks auf 50 und Pasha mit der Orb hinten am Yellow. Schaut, NBK steht Grux und der dürfte Pasha eigentlich sehen. Ja, sieht ihn jetzt auch. Molotov brennt, die komplett runter. 8 HP ist ein 1 gegen 2. Pasha mit 20 Sekunden, dann droppt er runter, der Kreese. Und die Runde ist vorbei. Und jetzt ist auch die Pistol-Eco-Round bei Vitus Pro erstmal angekommen. Deagle, P250s, immerhin das Smoke und Doppelflash für Neo. Bis sie vielleicht ja, Richtung A aufbauen könnten, vielleicht Richtung B ein bisschen anfaken, vielleicht so ein bisschen die Rotation forcen von der A oder von der Mitte. Dafür brauchen wir erstmal eine Entry, damit hier jemand drüber schiebt und ansonsten. Hier sehen sich die CDs nicht dazu gezwungen. Kreese mit dem Molotov, Crooks schaut Richtung Main. Hinten heimisch steht noch Nork dabei als Backup. Und Virtus Pro kommt jetzt mit Neo. Erste Crossmog kommt. Na, Nork zieht sich Richtung Auto zurück. Kreese oben drauf und die Doppelflash. Schaffen wir eine kleine Überzahl auf der A-Side, aber eben da sind gerade die Rifle Long Distance deutlich stärker als die P250s. Und das Ganze ist ausserlich für WP nicht vom Erfolg gekrönt. 1 gegen 5 Unterzahl und Nork aimt weiter in Richtung Tür rein. Kein großes Problem, alle Mann überleben. Was ebenfalls ein bisschen Polster auf der eigenen Economy schafft. Es ist bisher so ein kleines Hin und Her. Wir haben die ersten zwei Runden für die Paper Planes, zwei Runden für WP, drei Runden für die Schweden. Und jetzt eben ungewiss, denn beide Seiten treten mit vollem Risiko rein. Wir sind WP, volles Investment. Wieder fünf AKs, die da im Spiel sind. Die Schweden orientieren sich erstmal ein bisschen Richtung B, Richtung Mitte, lassen dafür A-Side nur einen gedeckt. Und Pasha wollte sich da aus der Smoke raussneaken. Nate kommt mit rein. Kann aber nicht ganz finishen. Trotzdem der erste kleine Vorteil für die Schweden. Trees. Und sie schieben nach oben. Diesmal riechen sie den Braten auf der A-Side. Nur Virtus Pro lässt sich sehr viel Zeit. Ganz ein bisschen aufgelockert jetzt. In Mitte könnten sie theoretisch bis zur Whitebox rauslaufen. Und dann eben versuchen, über Highway, Main, vielleicht Tür mit Snacks, Split zu spielen. Snacks ist bekannt, Snacks, oh, schafft's durch die Smoke. Erster Entry auf A, Highway gesehen, Snacks zum zweiten. Und da ist nur noch Kreese und der ist bekannt, für ihn geschossen. Die wissen, dass er irgendwo Yellow stehen muss hinter Red. Snacks, ah, schafft's nicht ganz. Jetzt der Reload, Neo eigentlich mit einem einfachen Refrag.
Und dann ist nur noch Adam und der in der Mitte, bereits mit 50 HP, 1 gegen 3. Er hat aktuell kein Kit. Dafür immer noch Molotov und der Flash. Also durchaus eine Chance, vielleicht noch was zu holen, denn gerade Neo ist runter auf 11 HP, da wissen sie, der hat ein Ding bekommen. Nur Adam, snickt sich erfolgreich in die Richtung. Jetzt ebenfalls runter auf 20, also die AK zu safen wäre durchaus eine Option. Und genau das ist auch der Plan. Waffe durchbringen, kein großes Risiko mehr eingehen. Etwas Pro lässt die Schweden nicht allzu weit davonziehen. Kommt halt wieder so ein bisschen auf noch eine Einrundenführung ran. Und auch die Reserven der Schweden werden hier ordentlich eingesetzt. Und Geld her, alles weg, bis auf 4000 bei Adam, wenn die AK gesichert hat. VB, Neo zeigt sich nicht offensiv. Glück für ihn, der Nog ist da mit der AWP zugange, genauso wie er mit der AK. Sie pushen weiter offensiv rein. Und Neo muss aufpassen. Neo rechnet damit. Schaut jetzt, könnt schon traden. Oh, das sind die einfachen zwei Entries auf der B-Seite. Instant komplette Rotation von der A-Seite. Sie schieben alle drei Richtung Mitte, Richtung B-Side, können den ersten Frag traden. Nur jetzt, im Umkehrschluss, sollte es schnell auf A drauf gehen, VP. Denn die ist sperrenleweit offen. Jetzt erst, Klux wieder hinten am Auto. Noch liegt die Main Smoke. Pascha mit der Orb. Na, guckt mal oben auf die Box drauf, da ist keiner bereits. Alle drei CTs wieder auf A drauf. Und Grux weiß, Tür ist offen, Main kommt raus, holt sich Snacks. Top 20, für den zweiten reicht's nicht. Kreese Onset ist blind. Währenddessen sehr noch ein bisschen raus. Mimo, ja, die Bombe, und Instant Trade. Und es ist 1 gegen 1. Pascha gegen Kreese. AWP gegen M4. Beide full life. Kreese schon mit 3 Frags in der Hand. Pascha mit 0. Und er weiß nicht, wo er steht. Schaut, links, rechts, ich könnte überall kommen. Genauso Kreese ebenfalls, muss er links, rechts, oben, überall schauen. Irgendwo könnte Pascha stehen und er holt ihn durch die Box raus. Kein Ausgleich für Virtus Pro. Erneut. Zwei Runden Führung, die sich die Paperlines beanspruchen und instant die Ikone von VP wieder komplett weg. Ja, sie forcen rein mit 2 Rifles. Das wäre so eine gute Idee, weil es so ein bisschen die Frage, ob das bei Biali und Pascha reicht. Jawohl, schön Neo rausgenommen, Pascha gesehen und die AK ist weg. Oh, das ist unglücklich. Biali, Miho, Snacks, erste Smoke für die A-Side. Hinten erwarten Grux und Nog. Nog schaut Richtung Main. Ja, Miho mit den Schuss baiten, schafft er auch instant umpositioniert. Guckt Richtung Tür, gibt einen ersten Trade. Grux mit dem Instant. Und dann ist es Biali mit der Galil hinten am Yellow mit dem ersten. Für den zweiten reicht's nicht mehr, denn Grux ist da. Und die Paper Planes spielen sich gefährlich nah an die sichere Achter und die sichere Halbzeitführung auf Cash. Eine Nade rein und die fliegt wieder richtig stark gegen Pascha. Also es scheint fast so, als würde sich Virtus von der Mitte absichtlich zunaden lassen und jedes Mal am Anfang der Runde den ersten Nachteil einstecken. Main diesmal offensiv mit Kreese. Schaut mal, hört das Ganze Richtung Mitte Red Container, Biali.
da vielleicht einen Blick reinwerfen kann. Na klar, Pitos Pro mit zwei Pito-50s ist da nicht allzu viel drin in der Runde. Es sei denn, man hat ein bisschen Glück mit dabei. Snacks, jetzt hier auf Main Street Yellow steht. Aber Crux ist da. Highway kommt hoch. Kein Trade. Für VP. Fünf Mann überleben. Saubere Runde der Paper Planes. Die heiße Führung, die ist sicher. Witches Pro. Tja. Auf der T-Side hinken sie bisher ein bisschen nach. Vier Runden Rückstand. Sie schaffen es nicht so ganz reinzukommen. Nicht so ganz deine Confidence aufzubauen. Und das eben nutzen die Schweden maßlos aus. Traut sich erstmal schon Richtung Toxic. Chris geht schnell hinten auf B aus, weil der Mitte etwas offensiver steht, hinten am Garbage. Und hinter den Sandbags. Und BP kommt Mitte raus. Grux, muss da traden. Pasha muss links aufpassen. Sandbag steht. Aber die M4 kann den Sandbag sichern. Trees onside sehr warten drauf, dass BP durchgeht. Die haben wenig Granate und noch eine einzige Fläche bei Mihu. Näher kommt los. Bombe raus. Und einen. Für den zweiten reicht's nicht. CT, Crease abgesmoked. Gibt eine Flash rein. Und jetzt haben sie noch ebenfalls eine einzige Flash bei Mihu. Aber die braucht er nicht. Kleiner Vorteil. Vielleicht für VP durch die Überzahl, durch 34 HP bei Grux. Biali unterm Vent. Snacks guckt Richtung Heaven. Das Ganze sehr defensiv abgeaimt. Gibt eine erste Flash rein, eine zweite Flash ebenfalls, Headshot kommt gleich durch, Biali, der ist bekannt. Ah, die wissen, wo er steht, kommt jetzt Checker, Son Nock ist da und das darf eigentlich nicht passieren. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Neunte Runde Paper Planes. Retros Pro, sie waren auch der Mumps da drauf. Und dann 2 gegen 2, beziehungsweise 3 gegen 2 Überzahl, nicht ausspielen können. Und natürlich das resultiert wieder in der Runde, die es mehr Abstand oben drauf gibt. Versuchen aber mit dem Bombplant jetzt das Ganze zu erzwingen. 3 Smokes, 2 Flashes, vielleicht Mitte schnell raus. Crease. Na, erstmal defensive Smoke rein. Grux guckt in den Trend. Ah, Spadon sitzt. Biali kann zum Glück traden. Es gibt keine Unterzahl, die länger bleibt. Adam, Klaus in der ersten Ecke. Kreese im Z guckt nochmal Richtung Vent. Vielleicht auch Klaus. Hört die Steps von Pasha und wieder Erde in der Mitte. Den Löffel so schnell abgibt. Biali, Mihu, beide in Main. Hinten auf der Arse wartet Nork mit der AWP. Braucht erstmal keine Hilfe. Kreese könnte schnell schieben von der Mitte aus. Nork schaut Richtung Main. Noch eine Smoke bei Mihu. Und da zeigen sie sich. Jawohl, fast der Doppelkill gesetzt worden. Nork will auch noch haben. Biali ist bekannt. 16er fehlt noch draußen, aber hat keine Chance mehr. Und das ist eben dann die letzte Runde in der ersten Halbzeit. Sie haben 3 AKs, Double Mag 10, versuchen es wieder. Zusammen über Main in Richtung A-Side und erwarten sie schon. Grux, Adam. Am Highway steht noch Crease mit dabei, um hier schnell helfen zu können. Sie ziehen sich sehr defensiv zurück. Geben dann natürlich Virtus Pro viel Platz zum Arbeiten. Das ist aus Main raus in Richtung Yellow. Nur noch kommt VP nicht raus. Noch warten sie. Jetzt nochmal mit Flashes Richtung Yellow, Richtung Side. Crease oben mit den ersten Onside Grux. Adam ist da, gibt den ersten Trade für Mihu. Adam. Reicht nicht. Grux on to deine. Grux nicht
zum zweiten. Und das ist die Übersicht, die brauchen, Witches Pro. Nord, Weiß, Yellow steht, Main steht. Diesmal ist das Pasha, den Frag setzen kann, nur sie haben keine Nades mehr. Sehr mit Nades, Kid, Kevlar, aber keine Chance gegen Mihu. Und immerhin ein bisschen das Trostpflaster mit einem 5 zu 10 von der eigenen T-Side rausgehen. Aber klar, wird das schon mal abgeben. Die müssen jetzt aufdrehen. Können sie es eigentlich nicht leisten, hier zu verlieren? Gibt Doppel P250, Doppel Flash, Doppel Smoke für die Paper Planes. Das sind dreimal Kevlar. PP geht auf viermal Kevlar, Kit Doppelflash bei Neo. Neo hält die Mitte, währenddessen Bialy offensiv mit Mihu in Main reingeht. Und da warten sie schon mit drei Mann. Bialy, jawohl, mit dem ersten Bialy für den zweiten reicht sich Instant Trade. Mihu! Und auch da war es knapp. Neo, Long Distance, USP, Unterzahl Virtus Pro. Der Pistol Round scheint schon fast verloren. Bombe ist gelegt worden, sie haben Kids, sie haben zwei Flashes, könnten durchaus was versuchen. Neo angeschossen, 15 HP, Snacks alleingelassen. Und er ist bekannt, die Flash kommt gut, Close Distance, keine Chance. Elf, 5 für die Paper Planes und Virtus Pro. Gibt Pistols, Kevlar, Snacks angeschossen worden hinten, ein Checkers, Neo onside, Mitte, Pasha. Ah, wartet Nog noch. Snacks brennt zum Glück nicht an, jetzt Doppel-Molotov wird zurückgeforst. Und ist hinten Dusche bekannt, gibt schon mal eine Overrotation mit zweimal hinten. Pasha ist da, Bialy ist da, Mihu alleine auf der A-Side. Und der erste Entry war schon fast sicher. Das nächste aber kann. Bialy, schön Eagle Trade. Vielleicht eine Chance, wenn die noch irgendwie 1-2 setzen können. Sneakt sich da aus der Smog raus, schaut Richtung Checkers. Bombe ist hinten down. Kann aber aufgenommen werden. Und die Schweden könnten durchaus nochmal zurückrotieren. Na, Mitte, Nork. Unter wichtige Infos. Pasha. Nach oben geschoben Richtung A-Side. Dann sieht Mihu erstmal den Nork stehen. Trotzdem geht's über Main Richtung A. Mihu, Pasha, Doppel-Deagle. Hören den Step, hören die Smoke. Jawohl, Mihu ist da. Mihu mit einem, mit zwei. Für den dritten reicht's nicht mehr. Aber Pasha, jawohl. Und 24 bei Kreese mit der AK. 1 gegen 3. Main kommt Bialy. Und Onzer bereits Neo mit der zweiten Waffe in der Hand. Kreese zum ersten. Kreese. Und dann nicht zum zweiten. VP. Schafft's mit Pistols, Kevlar, gerade durch die Deagles. Und irgendwie doch noch so ein bisschen Luft nach oben zu haben. Vielleicht eine Möglichkeit, dann doch noch in Richtung Ausgleich zu gehen, ein bisschen Momentum aufzubauen. Doch nicht sang- und klanglos hier auf Cash unterzugehen. Doppel-AK, M4, Farmers, MP9 gegen Pistols, Kevlar und ein paar Granaten bei den Schweden. Und da geht's erstmal Richtung B-Side. Snacks offensiv. Neo, als Backup hinten dran. Ja, ersten Schüsse gehen gut rein. Snacks hat eine Gap in der Smoke. Füße gesehen, aber sehr mit dem ersten Deagle Engine. Neo hinten unter Mensch. Ah, schafft's nicht zu traden. Auch Pasha ist mit dem zweiten Vorteil für die Schweden. Und das darf nicht passieren. VP verliert am Anfang zwei Spieler. Trees in der Mitte wird bereits abgeendet. Mihu rechnet damit. Und VP in der Unterzahl. 3 gegen 5.
keinen Platz in Richtung Bombsite. Mio immer noch Mitte am Mitte ab-aim. Der traut sich sehr einfach nicht raus. Ich meine, Crease ist es. Jetzt gesehen worden, gibt den ersten Trade, aber das ist viel zu spät. Mythos Pro gibt die Runde auf und klar, drei Waffen sichern. Besser als den Retake zu versagen. Nur die Schweben. Tja. Die machen wieder ordentlich Druck damit. Und gerade was das Geld angeht, BP wieder am absoluten Minimum. Na klar, sie können versuchen, die drei Rifle zu supporten. Vielleicht noch eine vierte zu kaufen. Durchaus drin gewesen bei Biali. Aber wenn sie jetzt verlieren, sind die Schweden ganz schnell auf der 14., 15. Runde und dann wird's richtig happig. Geht auf den A-Split. Über Tür, über den Booster erstmal. Taktik nochmal verändert, dafür dreimal Mitte holt von Virtus Pro. Das Ganze wird etwas offensiver mit Snacks. Ja, währenddessen Pascha gesehen wurde, gibt Binade 3, macht keinen Schaden. Main offensiv Biali. Da warten sie. Zu zweit, zu dritt. Biali schaut runter. Oh, sie haben keinen Fokus drauf. Biali mit einem, aber bei Crux kann instant traden. Nun wissen sie jetzt Bescheid, dass eben Main kommen könnte. Mihu, Tür gesehen, flasht den Main, rennt ein bisschen Zeit raus, bis der Rest des Teams verschieben kann. Pascha ist mit da, nächste Flash rein. Mihu mit nur einem. Pascha und aber Crux mit einem Sicken Entry. Und das ist hier die Überzahl. Neo, Snacks, Auto, Main wird bereits abgeimpft. Smoke kommt rein, Snacks, gerade bevor die Smoke aufpoppt. Adam, Sayer, Flash Richtung Auto, Papa rechts und er hat gesehen, die kommt gut und er guckt da hinten rein Richtung Main und da hat er einfach keine Chance, das Snacks mehr. Neo blind, runter auf 20 und das war's mit den vier Rifles AWP. Das war's, das Geld ist weg. Und Neo, der klägliche Versuch dann doch noch irgendwie ein bisschen Schaden zu machen. Er bekommt keine Waffe mehr. Das ist jetzt der Worst Case. Sie haben zwei 200.000 Dollar. 4-2, zwar bei Pascha. Aber sie können sich eigentlich nicht leisten, reinzukaufen jetzt. Und damit würden sie wirklich riskieren, direkt nur noch auf Overtime spielen zu können. Und so können sie sagen, okay, 14. Runde Paper Planes. Und die pushen einfach schnell B drauf. Smoke liegt, CT steht, Headshot steht, Neo bekannt. Adam mit dem Ersten, jawohl. Und die Entries, die flutschen locker flockig. Aus der Hüfte bei den Schweden. Oh, keine Chance. Biali. Na, oben Heaven nochmal. Holt sich zwar Crux ab, aber die Waffe, die wird er auf gar keinen Fall nehmen können. Nein. 14-6. 8 Runden Führung. Und die muss VP erstmal wieder reinholen. Gibt eine AWP für Pascha, M4s, Kevlar, Granaten. Die Schweden mit dem A-Split. Über Tür, über Main, soll's auf A draufgehen. Vielleicht hinten eine VB mit Adam ein bisschen anfaken. Und dann gibt's den Boost für Biali. Und der wird zum Glück nicht predicted. Tür gehört. Main, gibt's die Smoke rein. Biali von oben mit einem. Biali! Oh, sieht vorher nicht stehen. Mihu mit einem, mit zwei. Jawohl. Crease blind. Adam in der Mitte. Long Distance schafft er nicht. 1-5 Unterzahl ist gespottet worden. Fedon sitzt gerade noch so. Aber die Runde ist vorbei. Die Runde ist weg. Virtus Pro schafft es. Nach zwei Runden Eco.
vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, die hier am Leben gehalten wird. Mitte, auf den Booster raus. Jawohl, Mihu close. Pascha, end oben rein. Oh, da kommt sie jetzt. Oh, kann keinen Shot absetzen. Mihu weiß Bescheid. Mihu! Wir müssen sie traden. Und sie schaffen es nicht. Mihu, bitte rein. Sehr ist da. Jawohl, Kreese. Und auch Vent ist raus. Auch Pascha fällt in der Mitte. Und das lässt jetzt Neo und Biali in einem 2 gegen 4. In einer richtig heftigen Unterzahl. Und sie kommen über den Highway nach oben auf die A-Side. Ja, Biali mit einem. Für den zweiten reicht's nicht, aber der Schaden ist gut. Nog auf 40, Kreese ebenfalls. Das sind 1, 2 schnelle Trades für Neo. Nur nicht, wenn halt sehr in der Mitte auf dem Geländer steht, Richtung Z schaut, Neo nicht sieht. Und es ist eine Möglichkeit. Das ist eine richtig gute Chance. Nimmt sich die AWP in die Hand und versucht dann. Nicht mehr. Neo geht saven. Neo bringt die AWP durch. Sichere Overtime für die Paper Planes. 15-7. Kriege ich jetzt die Frage. Mit 3-9 kann Neo eine legen. Nur für eine zweite wird's schwer. Für eine zweite wird's extrem schwer. Gib die AWP für Pascha. Klar, sie brauchen jetzt 8 Runden am Stück, Virtus Pro. Doppel-SNG, Biali, Niho, Snacks mit Eagle Only. Und wieder geht's schnell Richtung B. Neo, Snacks. Ja, mit einer Offensiv-Nate. Macht ein bisschen guten Schaden gegen 3-4 Mann. Nur noch hat man sich nicht entschieden. Erstmal abwarten. Vor B ein bisschen rantasten. Mal reinschauen. Neo, Snacks. Hinten Dusche. Jetzt der Molotow in der Hand. Oh, Grux. Unmöglich. Auch Snacks keine Chance. Unterzahl, Virtus Pro, Pascha mit der Orb, hinten Biali in der Mitte, Mihu braucht Ewigkeiten, bis er rüberschiebt. Und unterm Vent wartet Kreese. Kreese weiß Bescheid, Mitte, ah, da kommt noch zu einem. Kreese, der Trade fast geschafft, aber Pascha und Mihu in der Überzahl, Adam unten onside. Sie haben ein Kit bei Pascha. Noch eine Molotov. Smoke, jawoll, und Mihu. Jetzt lassen wir doch den Bluff nicht rausnehmen. 4 Sekunden. Die Fuse geht auf jeden Fall durch. Winchers Pro sichert sich die 8. Und somit auch den ersten von 8 Matchpoints, den sie abwehren können. Man bleibt so ein bisschen in der Sparrunde drin. Pistols, Feinzel Kevlar, Feinzel ein paar Granaten, 3 Flashes, 3 Smokes. Das Ganze erstmal langsam auf. Bisschen Ruhe reinbringen, die Hektik wegnehmen. Und vielleicht mit ein bisschen Glück doch noch irgendwie eine Pelfnet bei Deagles den ersten Entry ziehen. Hinten steht Nog in Main. Mihu obendrauf. Onside Pascha. Ja, Biali bleibt standhaft. Mihu obendrauf. Und die Runde geht relativ einfach an Virtus Pro. 9-15. Für die Byron können es gerade so reichen. Zer und Grox. Ja, gerade so die AK mit Kevlar und Helm. Nog mit der Orb. Adam Kreese mit den Granaten. Insgesamt nur 4 Stück. Doppelflash, Doppelsmoke.
Also durchaus ein Risiko, was hier eingeht. Und diesmal die Arse komplett offen lassen. Na, aim da main up. Das heißt, du mal Pascha, dass er verschieben muss. Währenddessen man oben drauf Mihu boostet und da holt sie Dog. Für den zweiten reicht's nicht mehr. Und auf der B-Side öffnet Adam alles. Oh, der merkt, B ist offen. B ist komplett frei. Snacks im CT auf der Box drauf. Schaut Richtung Kirby. Oh, aber keine Chance für Snacks. Und das riecht hier nach dem Good Gamble Plate. Pascha und Biali. Onside A, da steht Freeze. Pascha. Schaut Richtung B, Biali Richtung Mitte, da kommen sie jetzt langsam hinten über den T-Spawn Richtung B geschoben. Und sie predikten das gar nicht mal so schlecht. Biali bleibt noch auf A stehen, einfach zur Sicherheit, dass man eben die Infort nicht erst zu spät vielleicht rotiert. Und damit ist eben klar, es gibt keinen direkten Reflect für Pascha und auch nicht für Biali auf der ASM. Einfach guckt mal Main rein, das ist komplett frei, deshalb Onside, weiß Bescheid, jetzt 40 Sekunden. Ist bisher aber nicht gesehen worden. Und Biali weiterhin Sneaky Beaky. Jetzt Pascha unten defensiv raus. Noscope getroffen. Nehmt hinten vor B ab. Da kommt Grux. Grux hört den Step hinten Richtung Z-Gang, Richtung Connector. Oh, Pascha mit dem ersten B-Shot. Und dann ist es wieder Adam. Im 1v2, beide angeschossen, runter auf 6, runter auf 50. Das darf er eigentlich nicht vermasseln. Sie haben Kids, sie haben auch Granaten. Holt sich den ersten Biali, 50, Close Distance, Speed und 15. Er holt ihn auch noch. Biali. Virtus Pro, knappe Runden gegen die Byrons der Schweden. Aber Virtus Pro bleibt bisher noch im Spiel drin. Bisschen teilweise reingeforst. Wir sehen Adam mit einer AK. Der Rest sind Pistols, vereinzelt Kevlar. Gab einen ersten Schaden, den sie bereits gegen Biali setzen konnten. Na, sind hinten schon Checkers drin. Und zuerst ist Neo. Neo schafft es nicht. Jetzt die lange Rotation. Biali über den CT. Snacks über den Vent. Snickt sich hinten rein. CT offensiv. Adam, die erste AK ist weg. Und dann kommt sehr. Der instant traden kann. Snacks mit der Backstep. Unten CT kommt Mihu, kommt Pascha. Und wieder. Wieder die 2 gegen 4 Unterzahl. Molotov Richtung Side mit der Orb. Schaut da rein. Er fällt da an. Sehr raus. Onside steht. Mihu gedoppelt. Pascha im 1 gegen 3. Der weiß unten. Vor B steht. Unterm Vent gibt die erste Flash. Jetzt doppelt Beacon. Und dann ist es Grux. Und die gewinnen eben 16-10 gegen Virtus Pro auf Cash.